geschmiedet bin. Letztlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht begonnen, noch ist er unvollkommen unschuldig. Er hat sie nur vorgeführt. Das geht eindeutig zu schnell. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es eine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen. Seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Der bloße Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen. Makrowelle. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. So kann man es auch nennen. Dein erstes Ziel heißt Kaori Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. Na dann. Auch noch zurück zu dem eben. Natürlich. Ich jage jemanden, habe ihn quasi schon erlegt, habe ihm ein Messer an den Hals gelegt und entscheide mich dann einfach um. Weil plötzlich innerhalb von einer Sekunde, ach, die Erinnerungen, die ich bisher hatte, sind falsch. Ich habe andere, ach nee, wir haben jetzt einen gemeinsamen Feind. Ist doch wunderbar. Was will man mehr? Klingt irgendwie nicht wirklich glaubwürdig. Aber gut. Gut. Aber ich muss sagen, ey, das Outfit steht ihr. Das habe ich schon festgestellt, weil ich für Hannah gespielt habe. Aber wenn ich mich mal genau angucke, das Outfit steht ihr richtig gut. Sieht richtig sexy aus. Die Hose genial, ja. Die Jacke, bah. Also, kann dich sehen lassen. So, wo muss ich jetzt lang? Gucken wir mal hier, ob wir vielleicht irgendwas finden. Reinigungsdrohnen benötigt. Entschuldigen die Unheimlichkeiten, na gut. Das sieht doch schon irgendwie sehr viel feiner aus. Baustelle. Zutritt verboten. Tolle Baustelle. Das haben wir aber auch wieder sehr schön gemacht. Hatte was richtig Futuristisches, richtig, ja. Hier gibt's nichts zu sehen. Ruhig, Nellen, ganz ruhig. Ganz ruhig. Cash for Memory. Ah, wir zahlen auch noch ein Gedächtnis. Ja, wunderbar, eine Erinnerung. Ach, die Zukunft. Sieh dies Häufchen, Privilegierte. Ihr schnödes Wohlbehagen, während andere wenige Meter vor ihrer Barrikade leiden.
keiner bestimmt, auf welcher Seite der Firewall er aufwächst. Nicht ihre Selbstsucht verurteile ich, Schwester, sondern die Gier, mit der sie alles vergessen, was sie stört. Ja. So. Und was hat sie jetzt hier mit diesem Symbol auf sich? Gucken wir hier ein bisschen um. Das haben sie alles sehr schön gemacht, ja. Komme ich hier weiter? Also dieses Outfit ist völlig aus dem Leben. Wie ist der Herr wieder herabsteigen, um für unsere Sünden zu büßen? Trainiert! Bearbeitet euer Gedächtnis. Der Herr ist mit Sicherheit schon lange weg. Er hat sich das Ganze angeguckt, denkt sich, was treibt die da für den Scheiß? Und ist gegangen. Bürger, gemäß der Hygienebestimmungen von Neo Paris ist der Zugang zu den Docks verboten. Okay. Ich besuche meine Mutter. Klar, ich komme dann gerne. Und was hat dieses Symbol zu tun? Ist das quasi Telefon oder wie? Oder Wi-Fi? Kann ich das irgendwie nutzen? Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann laufen wir mal den gewollten Weg. Was macht er? Ich bin zu spät. Oh je, tut mir sehr leid, Madame. Hey! Alles okay? Soll ich den Notfalldienst rufen? Nein! Hey, alles okay. Falls du eine Beschwerde einreichen möchtest, dein Sensen-Terminal hat meine Identifikation gespeichert. Guten Tag. Endlich! Ich warte schon 20 Minuten! Oh nein! Ich muss sagen, der Roboter, der Android, gefällt mir richtig gut. Die Proportionen sind gegangen. Nur das Gesicht sieht absolut scheiße aus. Da hätten wir nicht mal Vernünftiges nehmen können. Tag Weihnachten. Du scheißt mich an. Channel 4. Du guckst komisch. Ich stell dir nach und setz dich dann fest. Also nicht nett. Doch, ich entkomme dir, bin ich sicher. Vielleicht darf ich auch noch gegen dich antreten. Ist das Ihre Adresse, Madame? Ja, ich denke schon. Danke. Zu Diensten. Bei Anfälligkeit für periodischen Memorial-Zugriff bitte vor dem Ausgehen Ihren Aug-Kompass aktivieren. Moment, sieht aus, als sei da noch einer. Hallo, alles okay? Sie scheint verwirrt. Das ist sie, die entflohene Gedächtnisjägerin. Okay, Patrouille 17. Eintrag, flüchtige Verdächtige erkannt. Abholung im Gange. Wohl eher Zerlegung der Polizisten im Gange. Wenn das Angebot über einem nahen Feind auftaucht, drücke einfach A, um über den Gegner zu springen, den sie angreifen. So können sie ihre Kombo fortsetzen. Okay. Erinnerungsüberlastung. Wunderbar. Führen Sie genug Kraft und Böschen gegen Enforcer aus, um Vernichtungsschläge auszuführen. Überlastung. Boah. Und einmal überlasten. So, und ich brauche ein bisschen Heilung. Und einmal überlasten. Finde ich eine sehr coole Idee. Also ich meine, bei Deadpool zum Beispiel macht er einfach Finishing Move, ja, Kopf abschneiden, Arme und Beine wegschneiden. Ist halt ein etwas anderes Spiel, aber was haben wir hier? Können wir ein bisschen Heilung? Dann können wir die. Oder können wir ein bisschen Schaden machen? Brauche ich mehr Heilung oder mehr Schaden? Ich glaube, ich brauche mehr Schaden. Schalten wir halt nochmal frei. Ja. Dann kann ich hier nämlich dann noch das Plunder zupacken. Ich gehe auch davon aus, dass ich drauf getroffen werde. Okay, das ist vielleicht auch etwas, weil ich als Deadpool gespielt habe. Und mir denke, ja, das kenne ich. Ach, sehr tugendhaft. Mein Instinkt ist wieder da. Was ist denn das hier? Wer waren die? Die Uniformierten.
Selbe Einheit. Privatpolizei, finanziert von Memorize. Ordnungskräfte mit Gefühl. Das ist hier nicht zu sehen, ne? Nein. Okay. Hoch rüber. War das vielleicht da unten? Ich gehe noch mal rüber. Nein, lohn nicht. Ich sag doch, das ist da unten. So, Startpatch. Wahrscheinlich nehme ich jetzt hier den. So, und wieder hoch. Wieder rüber. Wir wollen den Startpatch nicht liegen lassen, wenn auch schon so angeboten wird. Und rüber. Da sehe ich spontan nichts. Und weiter geht's. Ah, Heilung. Ich war noch nicht voll geheilt. Na gut.